So, und dann gab es hier noch eine Neuheit. Hier einfach mit einem Special Design, total niedlich. Was ich sehr interessant fand, das ist nämlich auch aus dem neuen Essence-Sortiment mein Lieblings-Eyeliner. Hallo, meine Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwar habe ich bei Rossmann bestellt und auch bei Flaconi habe ich noch was bestellt, weil ich nicht alles bei Rossmann bekommen habe. Und genau, das möchte ich euch heute also zeigen. Das ist jetzt wahrscheinlich alles nicht mehr im Angebot, wenn ihr das hier seht. Aber ich glaube, die Sachen gibt es sowieso nicht in der Filiale. Habe ich jedenfalls noch nie gesehen. Also ein paar schon, aber nicht alle. So, genau, ich habe ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe bei der lieben Elfie Loves, ich verlinke euch den Kanal mal, eine YouTube-Kollegin, die hat nämlich bei Instagram von, wie heißt denn die Firma, ich habe schon wieder vergessen, Hypoallergenic oder Hypoallergenic, hat sie von dem Aqua Jelly Make-up so geschwärmt und das wollte ich dann natürlich unbedingt einmal ausprobieren und Rossmann hatte gerade 20 oder 25% auf die Marke und genau, dann habe ich mir also, wie gesagt, dieses Aqua Jelly Make-up bestellt. Oh, Moisturizing, Cooling, Healthy Look. Oh, ich hoffe, das ist nicht zu minzig. Das würde mich nämlich ganz schön nerven und wahrscheinlich auch nicht unbedingt zu der Marke passen. Egal, ich bin auf jeden Fall super gespannt, denn die Elfie hat so vom Typ her ähnliche Haut wie ich. Jetzt nicht von der Farbe, sondern vor allem eben ja trocken, manchmal zu Pickeln neigend und einfach eben so ein bisschen schwierig. Und sie sagt, dass das sehr gut ist. Und genau, ich wollte es jedenfalls auch gerne mal testen, deswegen habe ich bestellt. Und die ganzen anderen Sachen von der Firma hörten sich halt auch so gut an. Und ganz besonders die ganzen Foundations hörten sich super gut an. Und deswegen bin ich da ein bisschen ausgerastet, sag ich mal. Oh, hier ist sogar, oh, hier ist auch ein Primer. Scheint so, als wäre der aus der gleichen Serie, denn das sieht sehr ähnlich aus. Das ist der Moisturizing Primer. Und genau, das möchte ich mir unbedingt angucken. Also die Firma, ich meine, das hört man ja schon am Namen. Das ist ja wahrscheinlich ziemlich, ich habe jetzt nicht so viel darüber gelesen, aber ich denke, dass die eben sehr verträglich sein sollen. Und das möchte ich mir eben mal angucken, weil ich ja auch nicht schon genug Make-up habe. Aber von der Firma habe ich wirklich noch überhaupt gar nichts. Achso, ich habe hier übrigens die 04 Golden Beige bestellt. Müsste ich mal gucken. Ich kann einfach mal gucken, wie das passt oder auch nicht. Könnte ganz gut gehen, wer weiß. Ich werde es euch auf jeden Fall wissen lassen. Ich werde es jetzt heute hier nicht testen. Ich möchte auch nicht alle auf einmal aufmachen. Aber ich möchte es mir auf jeden Fall ansehen. Und hier den, Mann, ich mache natürlich wieder die Verpackung kaputt hier. Den Primer möchte ich mir auch nochmal angucken unbedingt. Der ist jetzt so roséfarben. Sieht so aus, als wäre kein Glitter drin. Das ist gut. Und hypoallergene, feuchtigkeitsspendende Make-up-Basis steht nur nochmal als Aufkleber drauf. Also war wahrscheinlich auf einer anderen irgendwie draufgeklebt. Egal. Ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt zwar nicht so die mega krass empfindliche Haut, aber auch nicht gerade die leichteste und deswegen denke ich das. Aber okay. Oh, hier ist noch mehr. Natürlich ist hier noch mehr. Ja, beim Nagellack bin ich mich auch ein bisschen ausgerastet, weil Revolution hat ja auch Nagellack und ich hatte schon, ich glaube, ein oder zwei Farben von denen, die halten bei mir persönlich echt gut und ein paar gingen aus dem Sortiment und ein paar nicht und ich habe da halt ein bisschen bestellt und ich muss euch noch was erzählen, ich wünschte, ich hätte vorhin erst reingeguckt, also nein, jetzt mit euch zusammen, hier bei Rossmann war so ein Umschlag drin, ich glaube, es sind sogar zwei. Ich weiß nicht, warum zwei, aber ja, in dem einen, ich habe vorhin, ich weiß nicht, ich kann es nicht mal nachmachen, hier sind jedenfalls so ein paar Proben drin und da ist unter anderem etwas zum Liebe machen drin. Und dann habe ich hier noch, oh, von Hypoallergenic den Beauty Glow Primer. Das finde ich ja auch cool. Da ist dann Illuminating Kram drin. Aber das finde ich auf jeden Fall sehr passend zu meiner Bestellung. Und dann ist hier noch ein Coupon für die Hydra Skin Effect Serie von Nivea. Das hört sich auf jeden Fall richtig gut an. Pures Hyaluron. Aha. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich benutze ich den sogar. Ja, hoffen wir es mal. Genau, also das finde ich auf jeden Fall auch gut. Ich bin gespannt, ob das hier das Gleiche drin ist. Ja. Ja, ist es. Okay. Also noch mehr zum Liebe machen und hier unten. War es das? Wo kriege ich denn zwei? Aber ist das nett. Okay. Herzlichen Dank, Rossmann. Ich habe mich sehr gefreut. So, dann habe ich hier noch eine Foundation. Die ist natürlich auch von Hypoallergenic. Ich sage es jetzt einfach mal so. Das ist die Lift Complex Make-up Foundation. Revitalizing Smoothing mit SPF 15. Und das ist wieder die 04. Golden Beige hieß die andere auch genauso. Ja, hieß auch so. Gut,
Hier steht jetzt gerade nichts weiter mehr drauf, deswegen kann ich gerade eben außer das, was jetzt sowieso drauf steht, nicht viel mehr sagen, außer ja eben Lift. Und das kann ich ja auf jeden Fall gebrauchen. Deswegen ja, wollte ich die auf jeden Fall auch nicht da lassen. Und es war alles nicht ganz so mega toll. Es war alles so zwischen 7 und ich meine 10 Euro maximal. Oh, und hier bin ich auch super gespannt drauf. Genau, ich hatte übrigens noch eine bestellt, aber die hatten sie dann nicht mehr, was jetzt auch nicht schlimm war. Ich weiß nicht mal, welche das war. Aber die hier hörte sich so interessant an, weil ich ja Drop Foundations so liebe. Und das hier ist die Long Lasting Drop Make-Up Foundation. Ultra Light Texture, Full Coverage, Ultra Smoothing. Hier habe ich diesmal, da gab es mehrere Farben diesmal, also nicht nur vier, die 07 Warm Peach genommen. Und ja, da gab es auf jeden Fall auch noch dunklere. Die ist auf jeden Fall flüssig. Farbe könnte gut passen. Kann man das sehen? Ich hoffe. Oh. Okay, das ist schon mal vielversprechend, was sie jetzt hier gerade macht. Also die deckt ab, aber nicht zu kräftig. Und mit dem Farbton scheine ich auch Glück gehabt zu haben, zumindest jetzt so augenscheinlich. Ich hoffe, die dunkelt jetzt nicht noch nach. Das könnte dann blöd werden, obwohl meine Hände, ja doch, auf den Händen sieht man sie so ein bisschen. Aber im Gesicht bin ich auch immer dunkler als auf den Händen, komischerweise. Ja, genau. Oh, was mache ich denn jetzt als nächstes? Ich mache erstmal hier weiter. Also hier habe ich noch ein riesiges Paket, da sind natürlich die Nagellackfläschchen mit drin. Ich wollte schon wieder Nagellecker sagen, Moment. So, und dann habe ich hier außerdem noch was mitgenommen, das ist auch ein, was ist denn das eigentlich, ein Primer, dachte ich. Hydra Milky Drops Mixed and Oily Skin, okay. Was steht denn hier noch? Hyaluronikazid, Jojobaöl, Kokosnusswasser, Aloe Vera, ja. Man soll es gut schütteln. Ich dachte, das ist ein Primer. Irgendwie sah es so aus. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Serum. Aber ich finde es halt super interessant. Riecht jetzt nach gar nichts. Auch das hier riecht halt nur irgendwie nach Foundation. Ja, die ist jetzt gerade tatsächlich auf meiner Hand sehr orange. Seht ihr die? Doch, ich glaube. Ich bin gespannt, wie. Vielleicht passt die auch im Sommer besser. Aber ist das ein Primer oder einfach nur eine Pflege? Das ist auf jeden Fall schön. Es fühlt sich so ein bisschen nach Sonnenpflege an. Aber hier stand jetzt gar nichts drauf, glaube ich. Naja. Wird auf jeden Fall nicht mega glänzend. Finde ich jetzt so vom Finisher ganz gut. Das finde ich gerade echt. Oh Mann. Ja, wenn sie zu dunkel ist, ist es zu dunkel, ne? Genau, und das hier, das gab es gratis, wenn man was von Hypoallergenic bestellt hat. Ich weiß aber nicht, das ist wahrscheinlich nicht mehr, wenn ich euch das zeige, dann wahrscheinlich nicht mal. Ich habe sowieso am letzten Tag bestellt, als das noch da war. Und also die Angebote, und das war wahrscheinlich eins davon. Das ist auf jeden Fall der Liquid Glow Highlighter. Intense Shine. Und den gab es kostenlos. Ich glaube, der kam da 7 Euro, vielleicht dann auch normalerweise 10. Werden wir jetzt einmal kurz, ich glaube, das war ganz schön viel, einmal schnell testen. Ja, ich mache jetzt doch irgendwie alles Mögliche auf, ne? Ja, sieht ein bisschen heller aus, würde ich sagen. Aber es ist ganz subtil. Also ein ganz, 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 ganz feiner. Man sieht nicht mal Schimmerpartikel irgendwie. Also man sieht, dass es jetzt irgendwie heller ist und dass es strahlt, aber nicht, dass es irgendwelche komischen Partikel beinhaltet. Beinhaltet, ne? Ja. Hä? Bin ich blöd? Ja, irgendwie schon. Gut, ja, genau das. Und dann hatten die auch einen Concealer. Und bei Concealer, da bin ich ja sowieso immer, ich habe ja meinen perfekten irgendwie noch nicht gefunden, weil ich muss mich ja irgendwie immer zwischen, ich möchte fette Augenschatten haben, aber gepflegte Haut, oder ich möchte keine Augenschatten haben, aber dafür pupstrockene Haut unter den Augen. Ich muss mich immer entscheiden, eins von beiden. Und ich wünschte, ich würde mal irgendwann einen Concealer finden, bei dem ich mich nicht entscheiden müsste. So, habe ich gerade schon gesagt, wie der heißt. Ich habe jetzt hier, glaube ich, was ziemlich Gelbes genommen. Oh. Der ist auf jeden Fall nicht so flüssig, wie er den Anschein macht. Hier, wie heißt der nun? Ach so, das ist die Nummer 04 Sand und Just Free Skin Light Liquid Concealer. Mit Quinoa-Extrakt, Aloe Vera und weißem Tee. Bin gespannt. Ich verspreche mir gerade nicht ganz so viel von dem, obwohl der sich jetzt hier irgendwie, der setzt sich in meine Armporen quasi, aber nicht so sichtbar. Das ist auf jeden Fall nett. Das machen andere auf jeden Fall deutlich schlechter. Aber ja, ich werde euch auf jeden Fall davon erzählen. Vielleicht mache ich auch endlich mal regelmäßig Favoritenvideos. Da kann ich sowas dann natürlich schneller auch mal mit zeigen, bevor ich es aufbrauche oder in Schminksammlungen oder so. So, eigentlich dachte ich, ich hätte noch mehr Make-up bestellt, aber scheinbar war es das. Aber ich habe noch andere dekorative Kosmetik bestellt. Genau, hier natürlich den Nagellack wollt ihr sehen, oder? Ich habe hier 2, 4, 6, genau. Und das hier, das ist super interessant. Das ist von L'Oreal, das heißt Oil Eyeshadow. Das fand ich halt auch super interessant und der ist jetzt gerade zugeklebt. Das ist jedenfalls die Farbe Positive. Der ist matt, scheinbar. Fühlt er sich jetzt wirklich oily an? Bin mir nicht sicher. Also irgendwie, ja, gefühlt wie so ein ganz normaler Monolidschatten. Aber wenn man so reingeht, ist es schon irgendwie cremig. Ja,
oh, ist halt so ein Alltagston für mich jedenfalls. Ich benutze unheimlich gern diese Peach-Töne als Alltagslook. Ich habe mir den ein bisschen ölhaltiger vorgestellt, muss ich sagen. Aber schön ist er trotzdem und er ist auch trotzdem smooth, krümelt halt nicht runter. Lässt sich aber ganz gut verblenden. Vielleicht ist es auch das, was die da mit Oily meinen, dass der einfach nicht so trocken wird und fleckig bleibt. Ach, keine Ahnung, wir werden es sehen. So, jetzt aber Nagellack. Jetzt habe ich hier einen, oh ja, den wollte ich schon ganz lange haben. Der sieht jetzt erstmal schwarz aus, aber der ist ganz, ganz, ganz dunkelgrün. Und da sind auch grüne, ganz feine Glitzerpartikel drin. Das ist die Farbe Poison. Und Avocadoöl ist mit drin. Ich glaube, jetzt hier könnt ihr gerade so ein bisschen erahnen, dass es so ein bisschen grünlich sein soll. Genau, auf jeden Fall hält das bei mir super gut. Ich hoffe, die hier halten dann auch super gut und nicht nur die eine Farbe, die der hat oder zwei. Dann habe ich mir, weil ich einfach einen hellen Nagellack liebe, hier einen weißen mitbestellt. Der heißt Ghost und hat auch zum Glück keine Glitterpartikel weiter. Also einfach ein ganz normaler weißer Nagellack. Und hier bin ich jetzt sehr gespannt. Der ist jetzt gerade, den muss ich schütteln. Aber wie heißt der denn? Coral. Gut, den habe ich ein bisschen koralliger vorgestellt. Der ist jetzt sehr pink. Oh Mama. Okay, also irgendwie ist er Korall, aber er ist auch sehr durchsichtig und vor allem sehr pink. Gleich tropft das hoffentlich nicht. Oh, aber da, also das ist, ja, das ist jetzt echt so eine Geschichte. Den hätte ich normalerweise nicht gekauft. Ist zwar eine schöne Farbe an sich, aber ja, Korall. Gut, also den werde ich jetzt noch mal ein bisschen schütteln und wenn der eine normale Textur annimmt, dann gucke ich mir die Farbe noch mal an und wenn sie mir nicht gefällt, der aber ansonsten gut ist, werde ich ihn verlosen. So, und dann habe ich hier einen blauen. Und ja, das ist ein blauer, den muss ich auch ein bisschen schütteln. Der heißt Ink. Und ja, blau kann man immer gebrauchen, ist aber auch ein ziemlich dunkles Blau. Ja, wie deckend der sein kann, weiß ich jetzt gerade nicht. Der macht hier und da auf jeden Fall schon eher so einen royalblauen Eindruck, aber also royalblau ist ja eigentlich ganz anders. Das ist schon mehr so, ja, es ist ein Königsblau. Hier wie, wie man früher mit Tinte geschrieben hat, ungefähr so ist das. Ein bisschen weniger lila ungefähr. So, und dann habe ich hier noch zwei bestellt. Zum Glück habe ich die auch nochmal mitbestellt. Aber Alter, wie lange haben die denn da jetzt gelagert, dass die so... Die haben sich ja voll zersetzt irgendwie. Ich meine, die sind ja gut flüssig und so, aber ich kriege jetzt gar nicht so schnell umgerührt. Naja, hier habe ich jedenfalls noch die Farbe Peach. Die sieht auch Peach aus. Mal gucken, wie die ist, wenn ich sie geschüttelt habe. Och Mensch, das nervt jetzt aber, Jungs und Mädels. Oh Gott, jedenfalls habe ich hier noch die Farbe Flamingo und der ist auch sehr viel pinker, als ich dachte. Ich hatte halt gehofft, das ist irgendwie so ein peachfarbenes Flamingo, korallfarbenes. Egal, also der hier gefällt mir noch ganz gut. Die sind schon alle süß, ja. Aber ach, wir werden sehen. Also was eine gute Qualität behält und eine schöne Farbe hat, bleibt. Was eine gute Qualität hat und eine Farbe hat, die ich nicht mag, aber vielleicht jemand anderes, dann verlose ich es. Genau, so. Das war aber auch immer noch nicht alles an dekorativer Kosmetik. Ich habe hier nämlich einmal noch, ich dachte erst, das wäre eine Limited Edition, von Rival Loves Me die Lippenmaske mit Shea Butter mitbestellt. Ich glaube, die ist aber normal im Sortiment. Aber die möchte ich mir gerne mal angucken. Was ist das denn? Die ist pink. Ja, wenigstens riecht sie gut. Ja, guckt mal, Alter. Wenn ich was mit Shea Butter kaufe, dann denke ich doch nicht, dass das Zeug total pink ist. Du pink? Ja, so erstmal auf jeden Fall okay. Mal gucken, ob sie auf die Zähne kriegt. Werde ich euch gleich nochmal sagen, wenn ich es bemerke. Aber das, also das könnte man doch aber... Also ich erahne das nicht, wenn ich diese Verpackung sehe. Ja, okay, das, das changiert so ein bisschen rosa, aber doch nicht so fett pink. Na gut, wenn man es nicht sieht, ist ja okay. So. Und dann hatte ich da zwei neue Mascaras entdeckt. Hier müsstet ihr schon überall gesehen haben. Das ist die wasserfeste I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Und ich hatte damals, ich glaube 2011, kam die erste I Love Extreme raus. Diese ganz klassische. Und genau, seitdem habe ich die auch immer mal wieder gekauft. Die haben ja, also die andere hat ja ein extrem großes Bürstchen. Ich glaube, die hier gar nicht mal so. Ja, ist doch auch ganz schön groß, aber... ja, die erinnert mich gerade vom Bürstchen her an die, was habe ich denn kürzlich getestet? Mesauda Milano. Mal gucken, ob die auch so gut hält. Ich muss jetzt eigentlich nicht unbedingt waterproof haben, aber die sah jetzt halt sehr interessant aus. Und genau, und dann habe ich hier die noch entdeckt. Die erinnert natürlich an die Better Than Sex Mascara. Und die hier heißt Better Than Yours, waterproof. Ich glaube, vorher gab es die auch schon, nur nicht in waterproof. Und die gibt es jetzt aber in waterproof. Und ich wollte die mal angucken. Hier sieht es gerade so aus, als wäre nicht wirklich Produkt an den Härchen dran. Die sind noch voll hell irgendwie. Bruh. Bruh. Oh je, die sieht
sieht also aus, als würde sie krümeln. Ich bin gespannt. Vielleicht habe ich ja hier jetzt auch nur ein Montagsprodukt oder was. Aber im Moment denke ich so, oh, das könnte nicht unbedingt was werden mit uns. Aber wir werden sehen. So, und dann gab es hier noch eine Neuheit. Und das ist die Isana Tuchmaske Hanf. Ja, genau. Und ja, die wollte ich unbedingt mal mitbestellen. So, und ja, das ist ein bisschen langweilig, aber muss ja auch sein. Mund- und Nasenschutz haben wir hier einmal diese medizinischen mitgenommen. Mitbestellt. Und dann habe ich bei Rossmann eigentlich nur noch Katzenfutter mitgenommen. Und zwar, oh, hier ist doch noch was. Was ist das? Ich vergesse mal, was ich... Inner Eye Brightening Pen. Genau, der war nämlich neu. Und der ist von Essence. Und ich benutze sowas ganz gerne, um nämlich, jetzt habe ich heute das auch gemacht, ich habe schon mehrere Stunden mein Make-up drauf, deswegen sieht man es wahrscheinlich nicht mehr, aber ich hatte heute recht hellen Concealer drauf. Und wenn ich hellen Concealer drauf habe, dann sieht es immer so komisch aus, weil meine Wasserlinie dunkler ist als der Concealer, weil meine Haut ja nicht jetzt gerade die hellste ist. Und dann male ich jedenfalls immer meine Wasserlinie ganz gerne mit sowas an. Und ja, dafür habe ich den eigentlich bestellt. Und ansonsten finde ich es auch ganz schön, wenn hier mal so... Mal schauen, ich habe hier unten einen Spiegel. Wenn hier halt mal so ein bisschen matt aufgehellt wird, dann finde ich das auch schön, wenn das gerade mal nicht so unregelmäßig ist, wie ich das jetzt hier gerade mache. Geht das? Ja, ist gerade irgendwie mehr schlecht als recht, weil ich mir gerade nicht so viel Mühe gegeben habe. Aber ich denke, man sieht, was es machen soll. Und ich finde auch, dass es das ziemlich gut macht. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall ganz gerne haben. Ich habe übrigens eine Bekannte, die malt sich die kompletten Augen einmal weiß an. Also... Wie so ein schwarzer Lidstrich quasi einmal komplett drumherum, aber in weiß. Und ja, macht ihr das auch? Schreibt mir das doch mal bitte. So, und genau, hier hatte ich gerade schon angefangen, Katzenfutter für unser Mizuki. Hier steht übrigens drauf, ohne Zuckerzusatz und Zusatz, also ohne Zusatz von Farb- und Aromastoffen. Also so mega schlimm ist das nicht und er isst es ganz gerne. Hier ist jetzt zum Beispiel einmal... Ja, Lachs und Forelle, Truthahn und Wild. Und dann habe ich hier noch 12-mal, genau, einmal mit Joghurtsoße, Bratensoße, Sahnesoße und Soße der Provence oder so ähnlich. Ja, genau, er steht jedenfalls darauf. So, also das war es auf jeden Fall von Rossmann. Und dann habe ich noch was bei Flaconi bestellt, weil ich das nirgends anders mehr bekommen habe. Ich habe nämlich bei der Lieben, und die verlinke ich euch auch mal, Milena Beauty World, die hatte ich letztens, da habe ich einen Livestream geguckt, genau. Dann hat sie sich mit dem hier geschminkt aus der Wonderful Pink and Proud Limited Edition von Essence. Und ich habe den einfach nicht mehr irgendwo online so richtig bekommen. Ich wollte den erst bei Rossmann halt mitbestellen, aber irgendwie war der überall ausverkauft. Und ich hatte jetzt Angst, ich wollte eigentlich bald zu DM, aber ich hatte Angst, dass er bis dahin weg ist. Jedenfalls habe ich den jetzt hier einmal mitbestellt. Das ist der Blush und der hat so einen korallfarbenen Ton und ist aber auch golden. Und ich mache den hier mal jetzt aufs Make-up drauf. Ja, ihr seht den Ton ja ungefähr. Ich mag solche Töne. Das ist eigentlich so ziemlich mein Lieblings-Blush-Ton. Deswegen wollte ich den auch unbedingt haben. Den habe ich zweimal bestellt, weil meine Mama den garantiert auch schön findet. Das weiß ich jetzt schon. Und genau, aus der gleichen Limited Edition. Ich denke, dass das die klassische ist. Das ist hier die Lash Princess Powerful Pink and Proud Curl and Volume Mascara. Und ja, die ist halt, ihr seht ja schon, die ist ganz süß gemacht hier. Einfach mit einem Special Design. Total niedlich. Und ja, ich glaube, die gibt es auch so. Die hat hier so ein Bürstchen. Ja, so eine Sanduhrenbürste oder wie heißt das? Ich weiß auch nicht. Genau, und was ich auch sehr interessant fand, das ist nämlich auch aus dem neuen Essence-Sortiment. Mein Lieblings-Eyeliner, Liquid-Eyeliner. Und den gibt es jetzt auch in braun. Den werden wir auch direkt einmal kurz auf dem Handrücken auch ausprobieren. Und der ist schön dunkelbraun, aber auch nicht zu rotstichig braun. Muss ich mal gucken, wie das am Tageslicht aussieht. Gott, das ist ein richtig schlimmer Strich jetzt hier. Aber ich fand es halt super interessant. Von Maybelline gibt es jetzt auch einen neuen Eyeliner, der braun ist. Und ja, ich weiß auch nicht, ich mag total gerne diese extrem krassen schwarzen Eyeliner. Aber manchmal denke ich auch, es ist irgendwie zu hart bei mir. Manchmal. Nicht immer, ne? Aber manchmal. Und ja, das freut mich jedenfalls sehr. Und was mich auch total gefreut hat, ist, ich konnte leider nur 3 bestellen. Ich hätte sonst mehr bestellt. Den habe ich mal vor... 1,5 Jahren oder so von einer Followerin empfohlen bekommen. Falls du dich erinnerst und das siehst, schöne Grüße, aber ich glaube, ab und an bist du wirklich noch dabei. Das ist der Duo Eyebrow Defining Brush von Catrice und
Der hat auf der einen Seite hier einen Spoolie und auf der anderen Seite halt, ja, weiß ich nicht, kann man als Eyeliner nehmen oder Augenbrauenpinsel halt. Ich nehme ihn halt unfassbar gern für die Augenbrauen, funktioniert auch besser als der Eyeliner-Pinsel von Essence, den ich sonst immer für die Augenbrauen benutze. Der ist halt auch so abgeschrägt. Aber die funktionieren ein bisschen besser und ich war jetzt total froh, weil die einfach überall schon aus dem Sortiment sind. Das ist einfach, ja, ich habe da noch 3 Stück bekommen. Das hat mich sehr gefreut. So, und jetzt würde ich sagen, was soll ich denn machen? Oh, ich glaube, ja, ich mache eine Verlosung. Okay, ich mache eine kleine Verlosung. Was ihr jetzt hier gerade gesehen habt, da kommt die Maske auf jeden Fall mit rein und die Mascara. Und ich habe draußen ein Paket. Da sind noch so viele tolle neue Sachen drin. Ich packe euch einfach ein Paket zusammen. Es wird also ein Überraschungspaket. Ich werde eine Palette reinpacken von Revolution, denke ich. Und genau, dann das hier und alles Mögliche, was ich da noch so habe. Es wird jetzt kein mega riesiges, gigantisches Paket. Einfach eine kleine Aufmerksamkeit. Also schreibt doch in die Kommentare. Hashtag. Ach, wisst ihr, ihr schreibt gar nichts in die Kommentare. Doch, ihr schreibt was in die Kommentare, aber kein Hashtag. So. Und genau. Ich schreibe dann den Gewinner innerhalb der Kommentare an. Gut. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bedanke mich fürs Zusehen. Es hat mir wie immer Spaß gemacht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Man kriegt ihn nicht auf. Mann, bitte. Nee. Bruh. Okay, hier habe ich was gefunden. Das ist blöd. Es hat sich einfach eine Schere zu holen, ne? Hä? Bin ich blöd? Ja, irgendwie schon. Was ist denn? Ihr müsst hier schon was mit mir aushalten.